Moin zusammen, Gruß von der Turtle. Heute mal mit einem kleinen Clip zur Community Mod der Bronco. Müsst euch ein paar Sachen einstellen, wie zum Beispiel Propeller RPM Control, Gas links und Gas rechts, oder auf die Pedale linkes Bremspedal, rechtes Bremspedal, sehr wichtig. Die Bronco hat kein Notional Steering, insofern steuern wir die wie zum Beispiel die P47. Von außen finde ich, ist das doch schon mal ein schönes kleines Maschinchen. Springen wir mal rein. Es ist nicht alles klickbar, wie wir hier sehen. Das Intercom ist nicht klickbar, das Fox Mic ist nicht klickbar. Hier ist einiges klickbar, aber zum Beispiel der Klappenschalter, der ist nicht bedienbar über die Maus, den muss man sich tatsächlich belegen. Das mache ich momentan mit der Maus. Das Startpanel für die beiden Turbopops. Funkgerät. Kann man einschalten, aber mehr passiert hier noch nicht. Gunpanel, Weapon-Release funktioniert. Höhenmesser kann man nicht auf 0 drehen, ist fast auf 0. Beleuchtung, hier funktioniert alles. Hier ist nichts einstellbar, was ich sehr nett fand. Ich weiß nicht, wie genau es ist, aber das Talkheim über das HSI funktioniert. Machen wir sie mal an. Batterie an, Generatoren an. Inverter weiß ich nicht, ob man sie braucht. Ich mache mal auf 2. Wir starten mit dem linken Triebwerk an, hier oben den Fängschalter auf On, klappe ihn hinzu, zweimal rechtsklicken, Maschine fängt an zu drehen. Wir beobachten den RPM-Messer, den Drehzahlmesser, knapp bei 20%. Machen wir jetzt Future davon auf Idle. Temperatur geht hoch, Drehzahl erhöht sich. Maschine. Pegelt sich ein. Den linken Starter von Start. Einmal links klicken auf Run. Rechte Maschine. Crank auf On. Starter auf Start. Kontrollweg. Propeller dreht frei. Drehzahl geht hoch. Cutoff von off idle. Temperatur geht hoch. Drehzahl geht hoch. Hebelt sich ein und Starter von Start auf Run. Schon gesagt, kein Nose Steering. Habt ihr einmal die Möglichkeit, jetzt die Bremse zu treten, um die Maschine in die Kurve zu bewegen. Oder ihr unterstützt die Maschine, indem ihr einfach asynchron beschleunigt. Rechte Maschine ein bisschen mehr Gas. Links, linke Maschine ein bisschen mehr Gas. Sie kommt nach rechts.
stehen der Bremse, gib Gas. Achte darauf, dass meine Parameter alle im grünen Bereich sind. Stab ist gesetzt. Brake Release. Knoten, jetzt haben wir ja schon genug Luftstrom auf dem Leitwerk, also dass wir nicht mehr mit den Bremsen oder den Gashebeln denken müssen. 100 Knoten, Rotate. Airborne. Die Farbe kommt rein. Klappen kommen rein. Landet. Ein sehr schönes Gimmick ist der Rückwärtsschub über die Turboprops. Rückwärts rollen.